Wir haben 17:30. Wir spielen heute Fantasy. Und auf der anderen Spielplatte spielt der Mace zusammen mit dem Lieutenant Commander 40k. So Gott will. Wenn er denn mal kommt. Vielleicht. Ist er da? Nein. Naja, okay. Und wir machen jetzt einfach den Würfel zur Mission. 4. Was ganz anderes. Für Ruhm und Ehre. Hey. Ach du Scheiße. Ah. Okay, wir machen eine kurze Pause. Gucken mal. Herzlich willkommen, Arik Demons Orc Boy Smasher Demon Armee, 1500 Punkte gegen Müllers Orks. Korn Blood Cannon, 2x Schleimbestie des Nörgel, 1x Zerschmetterer, 50 Zerfleischer mit Herold des Korn und Karanak. Und Schädelsammler, Entschuldigung. Alles klar. Können wir es nochmal machen, neuen Tag? Nein, das reicht. Wir haben hier als erstes 30 Wildorks. Mit Raserei, zweite Attacke durch die Raserei, dritte Attacke durch die zweite Handwaffe. Hier ist das gleiche nochmal, jeweils mit Kommandoeinheit, Bannerträger, Musiker und Champion. Hier ist der Musiker. So, dann haben wir hier 36 Schwarzorks, das hier vorne sind die neuen, das hier hinten sind die alten. Das ist auch einer meiner ersten bemalten Modelle. Tu den wieder weg, das tut der Kamera weh, ich will die schönen filmen. Das da war dann tu die weg. Etwas besser. Tu die weg, die tun alle der Kamera. Und das sind die neuesten auf jeden Fall. Die ja, sehen ich will auf jeden nur Fall. Die neuesten. Das, die sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Das sind Chef Oberboss Super Orks gegen Demon Hearts Ork Smasher. Das ist der Held, das ist der General auf Wildschwein mit verzaubertem Schild und schwerer Rüstung. Und das da hier ist der Armee-Standartenträger. Ja. Auch auf Wildschwein, alles Schwarzer. Ach ja, hier haben wir noch einen Kettensquick. Das ist jetzt nicht das Original GW-Modell, das ist. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Weiß nicht mehr genau, woher es hat, von irgendeiner Messe. Entschuldigung. Erste Runde. Demons durften anfangen und zwar, weil die Orks gesagt haben, dass wir anfangen dürfen. Mein Riesenklops 50er Zerfleischer mit allem hat sich einfach 2 Zoll zur Seite bewegt, guckt wieder nach vorne. Die Zerschmetterer sind von hier so gewheelt, stehen so. Die Schleimbestie des Nurgles ist hier nach vorne. Die andere Schleimbestie des Nurgles, zack, hier nach vorne. Korn Demon Kanone nicht bewegt. Fehlfunktion beim Schießen. Glück gehabt, eine 5 gewürfelt, nächste Runde ganz normal weiterballern. Das war meine erste Runde. Okay. Der Mace spielt jetzt doch nicht mit dem Lieutenant Commander. Nee, der hat keinen Bock. Der steckt fest irgendwo. Und darum ist er jetzt bei den Orks Fuck voll Lieutenant Commander. Was? bei den Orks eingestiegen. Okay, jetzt kommen wir. Ende der Runde 1 der Orks. Ja, es ist nicht so gut gelaufen, wie man jetzt denken können. Wir haben einiges verzockt. Zum Beispiel hier die. Das sind ja Wildorks, die sind rasend. Das heißt, die müssen immer auf das nächste Modell einen Angriff ansagen. Es sei denn, sie schaffen einen Moraltest. Sie hätten jetzt eigentlich hier die Schleimbeste angreifen müssen, haben einen Moraltest geschafft. Darum habe ich dann gesagt, okay, wir greifen die an. Der Angriff ist aber nicht geglückt. Mit 2W6 plus die normale Bewegung, das ist plus 4, habe ich eine, ich glaube, 2 und eine 3 gewürfelt, plus die 4 sind 9. Das sind, glaube ich, 11 oder so Distanz gewesen. Darum wird dann der höchste Würfel, das war die 3, also nur 3 Zoll bewegt. Nur um Regelkunde kurz zu machen. Dann hier hätten wir eigentlich einen Angriff auf die Schleimbestie ansagen müssen. Hätten wir vielleicht machen sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Haben aber nicht gemacht, wir haben Moraltest geschafft, den nicht angesagt. Und danach mussten die als erst bewegt werden, das ist die Angriffsbewegung. Hat es ja nicht geschafft. Und danach wird in der Pflichtbewegung hier dieses Kettensquick bewegt. Mit 3W6 hat der Mace leider eine 7 gewürfelt, was nur bis hierhin gereicht hat. Also 1 Zoll Abstand zur Schleimbestie.
Das heißt, die Schleimbestie wird uns jetzt als nächstes angreifen, stirbt dabei zwar, aber der Captain Squeak ist dann auch weg. So, und... Na, ganz kurz, nimmst du mich noch kurz auf? Die Schleimbestie stirbt nicht. Alle, die Nörgel spielen, wissen, wovon ich rede. Das ist die härteste Einheit im ganzen Gag. Fuck, Lieutenant Commander. Und auf jeden Fall, deshalb sind wir dann auch nur 5 Zoll vorgegangen, damit die uns nicht in die Seite chargen. Und ja, es ist nicht so toll. Jetzt kommt die zweite Runde von den Dämonen. Okay, Ende Runde 2 der Dämonen. Ich habe gecharged mit der Schleimbestie des Nurgles und mit den Zerschmetterern, konnte im Nahkampf 13 wegnehmen, habe selber 3 Verluste erlitten. Nahkampf gewonnen, ja. Aber die Orks haben ihren Test geschafft. Genau, die hätten ja eigentlich, wie viel 13 haben sie verloren? Danke. Minus die 3 von denen, beide haben eine Standarte, das heißt um 10 hätte ich den Test bestehen müssen, aber weil ich eine Reihe mehr habe als der Dämon, der hat nämlich überhaupt keine, und ich habe mindestens 5 Modelle hinten dran noch, das heißt ich habe mehr, das heißt die sind standhaft und dürfen dann unmodifiziert testen gegen die 7 beziehungsweise gegen die Demoral von dem Chef-Oberboss, der ja hier in 12 Zoll steht. Ja, und darum sind sie stehen geblieben. Die Schleimbestie des Nurgles hat sich auf die auf den Captain Squeak bewegt. Der Captain Squeak konnte mit 3W6 und 10 Attacken tatsächlich nur einen Lebenspunkt... 10 automatischen Treffern. 10 automatischen Treffern, nur einen Lebenspunkt verursachen, ist weg. Die steht schön in der Flanke. Super. Kanone hat 2 hier weggenommen. Genau. Ansonsten ist nichts passiert. Die haben sich noch zu 2 Zoll reingebunden. Genau. Alles klar, 2. Runde der Orks. Das ist echt ärgerlich. Danke, Mace. 2. Runde. Also, das Gute ist, es steht immer noch 6-5. Genau, und das ist die Stärke der Armee oder was auch immer. Das ist nicht so gut gelaufen. Hier mit den Schwarzorks und mit den Wildorks haben wir einen Angriff auf die Mega-Einheit hier angesagt. Aber wir haben beide zu wenig gewürfelt und sind deshalb nur den höchsten Würfelwurf der beiden 2W6 nach vorne gegangen. Das waren hier 4 und 5. Hier ging der Nahkampf weiter. Die Wildorks haben 1, 2, 3, 4, 5 Stück verloren. Selbst haben die einen verloren. Das heißt, sie haben einen Test plus 4 machen müssen, weil sie keine volle Reihe mehr haben. Schade. Mussten sie ganz normal testen und zwar modifiziert um 4. Den ersten Test habe ich nicht geschafft. Und weil aber hier die Armee-Standarte in 12 Zoll Umkreis ist, durch den Test. Achtung, leg nochmal eine Doppel-1. Den kannst du dann reinseppen. Genau. Mach bitte da. Und mit einer Doppel-1 habe ich es geschafft. Geil! Hätte auch ein bisschen mehr, wäre auch okay gewesen. Nö. Ja. Aber okay, das war die 2. Runde der Orks. Ende der Runde 3 der Dämonen. Die anderen sind jetzt mal kurz weg, darum filme ich jetzt mal alleine. Und ja, ist ganz schön viel passiert. Ja, hier, genau, diese Hauptarmee mit den 50 Zerfleischern hat jetzt hier meine Schwarzorks angegriffen mit meinem General in dem Armeestandartenträger drin. Hier diese Kanone, Streitwagen von den Zerfleischern, die haben hier die Wildorks angegriffen und die Schleimbestie hat von hinten auch die Wildorks angegriffen. Und im Nahkampf wurde hier die eine Einheit Wildorks besiegt. Die durften nicht mehr unmodifiziert testen. Die mussten also um 5 oder 6 den Test schaffen, haben sie nicht geschafft. Und die sind weggerannt mit einer Doppel-6, also 2W6 müssen die rennen. Die Moloch hätten die eigentlich einholen können und vernichten können. Die haben sich aber umgedreht, die haben keine Raserei. Darum brauchen die die auch nicht zu verfolgen. Das heißt, die könnte ich jetzt gleich noch sammeln. Die Schleimbestie hat auch nicht verfolgt. Dann hier der Kampf, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Orks verloren, haben der Schleimbestie einen Lebenspunkt abgenommen. Ansonsten hier das Vieh hat gesaved, man muss dazu sagen, die Dämonen saven bei 5 plus Rettungswurf und die saven hier echt ziemlich viel. Also ich glaube allein hier hat er jetzt auch, glaube ich, 4-mal gesaved nochmal. So, wir haben aber hier unmodifiziert testen können, die Wildorks haben die Raserei verloren. Das heißt, nicht mehr 3 Attacken mit der ersten Reihe, sondern nur noch 2, weil sie 2 Handwaffen haben. Okay, sind also stehen geblieben. Und hier diese riesige Einheit Zerfleischer hat insgesamt 10, ich glaube 12 Schwarzorks getötet. Haben im Gegenzug,
glaube, 13 Verwundungen bekommen. Davon haben sie 7 gesaved mit ihrem 5-Plus-Rettungswurf und haben also nur 6 oder 7 verloren insgesamt. Aber ich durfte unmodifiziert testen, nicht weil ich mehr rein habe, weil er hat mehr rein, aber mein Held, mein General hat die Krone der Herrschaft. Das heißt, die sind unnachgiebig, das heißt, sie sind standhaft, haben die Sonderregel standhaft und dürfen dann also unmodifiziert testen. Ansonsten hätten sie einen Test minus 5 oder so schaffen müssen. Die haben Moral 9, minus 5 wäre bei einer 4 gewesen. Die haben jetzt also ganz normal testen dürfen auf die 9, haben eine 9 gewürfelt und sind stehen geblieben. So, jetzt kommen die Orks und jetzt schlagen wir zurück. Ende der Runde 3 der Orks. Gut, ich lasse mir erstmal Zeit. Die da hinten haben es nicht gesammelt, sind insgesamt 2 W6 geflohen, 5. Es stehen noch ein Zoll vom Dings, danach sind sie weg. Nächste Runde können sie mal versuchen zu sammeln. Da ist ja nichts passiert. So, hier der riesige Kampf, machen wir gleich. Hier der kleinere Kampf. Die Orks haben 4 Stück verloren und haben es nicht geschafft, die Schleimbestie oder diesen fucking Korncannon irgendwie zu verwunden. Danke, Mace. Okay. Aber hier die Schwarze Orks, die waren richtig cool. Die haben insgesamt nur 7 verloren, haben 9 von den Dämonen, von den Zerfleischern ausgeschaltet. Und der Nahkampf ist unentschieden geendet. Und zwar habe ich 7 verloren. Er hat aber hier 3 Reihen. 1, 2, 3. Weil die ist nur halb. Lieutenant Commander. Solange die noch 5 hat, zählt ihr als ganze Reihe. Das heißt, 3. Plus die 7, da hinten sind 10, plus eine Armeestandarte 11 und plus die normale Standarte 12 Punkte hat er erreicht. Ich habe 9 ausgeschaltet, plus Armeestandarte 10, plus die normale Standarte 11 und eine Reihe habe ich, sind 12. Also unentschieden, muss keiner testen und es geht weiter. Vierte Runde, Demons. Nachdem ich hier die Wildorks aufgerieben hat, ist meine Schleimbestie und meine Zerfleischer reingeprescht in den Super-Ork-Mob. Es kam zu einem harten Nahkampf. 4 Verluste für mich, ein paar mehr für die Orks. Tatsächlich haben sie ihren unmodifizierten Test mal wieder geschafft. Ja. Kein Problem. Aber stopp, ganz kurz noch als Regelergänzung. Nämlich ziemlich böse mit Parieren. Die zählen zwar als in die Flanke angegriffen und der von hinten. Und kriegen aber nicht irgendeinen Bonus dazu aufs Kampfergebnis, weil man da mindestens 2 Reihen braucht. Und hier, die hätten also 2 Dreier-Modelle hintereinander, also eine 3 vorne und 3 hinten haben müssen, damit ich erstens irgendwie bedrängt bin, also meine Reihen nicht zählen. Und aber trotzdem darf man Schläge aus der Flanke oder von hinten nicht mit dem Schild parieren. Also einen Rettungswurf von 6 haben. Das geht nicht. Darum sind da ziemlich viele gefallen. Durch die 29 Attacken von den Zerfleischern sind insgesamt nämlich nur 4 oder 5 gefallen. Ja, da habe ich ziemlich gut gesaved. Und im Gegenzug haben wir 4 Stück weggehauen. Die Einheit steht noch. Okay, hier gab es einen Nahkampf. Ich habe nur 2 weggenommen mit der Schnörgelbestie und dem Schnörgel. Und habe am Ende den Nahkampf tatsächlich verloren, weil die mir nichts weggenommen haben, aber über die Masse einfach und über die Musiker haben letztendlich gewonnen haben. Wir haben eine Reihe und eine Standarte. Und er hat uns 2 weggehauen, ist 2-2. Weil wir Musiker haben, haben wir automatisch um 1 gewonnen. Und darum musste er testen und hat instabil. Der hier ist verloren gegangen und der hier hat 2 Schaden genommen. Sag kurz mal, warum verloren? Weil ich den Moralwerttest Instabilität, ich habe keine Doppel-1, keine Doppel-6, also zählt das Ergebnis minus dem Kampfunterschied im Moralwert auf den Moralwert. Genau. 2 Lebenspunkte verloren, der hatte nur noch 2 weg. Genau, er hat nämlich eine 8 gewürfelt, plus 1 Kampfergebnis, Differenz in 9 und er hat eine 7 gehabt, also 2 weg. Und der hier hat auch 2 verloren. So, und jetzt kommt die vierte Runde der Orks. Jetzt können wir alles... Meine, jetzt, nein. Ich hab angefangen. Ja, warum kommen wir jetzt? Unsere vierte Runde kommt. Ach so, na gut. So, und jetzt können wir den Sack zumachen, oder? Zumachen! Ja, zumachen! Fuck you, Lieutenant Commander. Fuck, fuck. So, Ende der Runde 4 der Orks. Ja, leider steht nicht mehr so viel. Da fangen wir erst hier mal mit den Wild-Orks an. Der heroische Mace hat sich hier gegen dieses böse Kanonenviech von den Zerfleischern gewehrt. Hat zwar 3 verloren, aber ist standhaft geblieben. Die 3 tun wir da weg. Tot. So, aber was ist denn hier passiert? Hier sind alle schwarz weg. Sind alle gefallen. Außer dem Einheiten-Champion und dem General. Der da.
Der Standartenträger ist gestorben. Der Armeestandartenträger auch. Der hat zwar einen Rüstungswurf von 2 gehabt, glaube ich. Aber die Bestien hier haben Todesstoß. Und da darf man keinen Rüstungswurf machen, nur Rettungswurf und auch keine Regeneration. Hat leider nur Regeneration 6 gehabt. Tot. Das heißt, mein Buffpunkt liegt bei 2. Und ich habe noch den General, der flieht. Und eine Standarte. Wenn ich jetzt eins von beiden verliere, sobald ich auf 2 komme, ist das Spiel verloren. Und jetzt kommt die 5. Runde vom Chaos. Jo. Hier die Wildorks haben sich wieder gesammelt, haben keine Standarte mehr. Jo. Ende der 5. Runde. Chaos ging jetzt ganz schnell. Das ging jetzt innerhalb von eigentlich 10 Sekunden, oder? Ja, weil nämlich hier mein General geflogen ist. Und die 5. Runde, der das Chaos dran war, hat er einfach hier mit seinen Einheiten einen Angriff angesagt. Hochpunkt erreicht! Ich durfte nur mit 2 W6 würfeln, er durfte schnelle Bewegung mit 3 W6 würfeln. Hätte ich eigentlich auch machen dürfen, aber ich hatte hier noch einen Infanterie-Typ dabei. Und deshalb durfte ich mit 2 W6 würfeln. Außerdem durfte er mit 3 W6 den niedrigsten ignorieren durch schnelle Bewegung und seine Bewegung noch dazu addieren. Also er hat eine 11 gewürfelt und ich habe eine 7 gewürfelt. Ja. Eingeholt, automatisch vernichtet. Dadurch, der zählt ja 2 Punkte sozusagen, dadurch habe ich meinen Bruchtest oder meinen Bruchpunkt von 2 erreicht. Ich habe dann nämlich nur noch einen, nämlich hier die Einheit mit der einen Standarte. Ich finde das Szenario sau cool. Ja, absolut. Das haben wir nämlich noch nie gespielt. Absolut. Und es hat sau viel Bock gemacht. Insgesamt von meiner Armee her fand ich meine Armee mit 3 Horden cool. Und das war auch, denke ich mal, nicht so das Problem. Das Problem war, dass wir wirklich hier einmal mit der Schleimbestie, also unser Kettensquig hat die Schleimbestie nicht gerollt. Und ja, und insgesamt haben wir echt nicht so cool gewürfelt. Die Dämonen haben ziemlich viele 5 plus Rettungswürfe gesaved. Und dadurch ist hier die Einheit viel zu früh geflohen. Dadurch sind die Moloche viel zu schnell in die Seite und auch die Schleimbestie in die Seite von meinen Schwarzorks gekommen. Ja. Und natürlich eine 50er Horde ist halt auch schwer zu knacken. Eigentlich hätten wir dadurch eine zweite Horde von uns gebraucht, um noch hier an die Flanke irgendwie reinzukommen, um seinen Leaderbonus zu negieren. Und dann hätten wir dann eher mal gewonnen. Wir haben auch einmal eine Nahkampfrunde gewonnen. Und ich hab da hätten die auf Instabilität testen müssen. Aber bei der großen Einheit hat das nichts gebracht. Hier war das Problem, ja, die eine Schleimbeste, die hier vom Kettensquick nicht überrollt wurde. Die hat hier ziemlich viel schnell Wildorks weggehauen. Dadurch haben wir nicht so viel Glieder gehabt und nicht so viel Gliederbonus, um hier die über Instabilität zu zerstören. Ich hätte eventuell diese Horde und diese Horde nicht als Horde aufstellen dürfen, sondern als 5er Reihe. Da hätte ich nämlich insgesamt bei 30 Modellen 6 Reihen gehabt. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr Chancen gehabt gegen diese Modelle. Das ist ein großer Fehler, stimmt. Er hat übrigens gewonnen mit, deshalb noch 5 Punkte. Also die eine Standarte hier von denen, die Standarte von den Zerfleischern plus die Armeestandarte plus noch der General. Das sind 5 Punkte. Wir haben ihm nichts ausgeschaltet. Insgesamt haben wir eigentlich nur eine Schleimbestie ausgeschaltet und 10, 20, 30 und 20 Zerfleischer mehr haben wir nicht gemacht und ein Moloch. Das ist ein bisschen mau, hätten wir eigentlich mehr machen können. Von mir. Gut, kommen wir zum Spiel. In so einem Game bei 1500 Punkten ist einfach eine Einheit, die mit Kommandant und Herold über 1000 Punkte wert ist, bei 1500 der absolute Game Winner. Natürlich, sobald ihr einmal den Nahkampf verliert und eine Doppel-6 würfelt, ist der Kram gelaufen. Bei einer Doppel-1 alle Punkte aufgefrischt, bei einer Doppel-6 alles weg. Das macht auch logisch, ja. Eigentlich. Früher war es nämlich genau andersrum, da war eine Doppel-6 super gut und eine Doppel-1 super scheiße, jetzt ist es so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Game sicherlich 20% besser gewürfelt als der Gegner. Mehr. Nö. Was mir ein bisschen schade war, war, dass die Corn Cannon nur 2 Orks mit ihrer Kanone weggenommen hat. Also in der ersten Runde Missfire, in der zweiten Runde 2 Orks weggenommen, in der dritten Runde angegriffen. Was sich super gemacht hat, sind die Schleimbestien. Auch wenn am Ende eine weg war, die Dinger sind flexibel, die sind hart im Angriff.
Die können sogar Herausforderungen aussprechen. Jungs, nehmt die mit. Nehmt die mit. Die haben W6 plus eine Attacke. Die sind der Knaller. Ich habe mit denen hier die Flanken machen können. Ansonsten der 50er-Klops gegen den Rest. Ich meine, was ich ein bisschen überrascht hat, war, dass drei Zerschmetterer plus eine Dings das hier erledigen konnten. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Aber genau das war der Bonus, den ich gebraucht habe, um hier rein zu chargen. Und der hat mir den Sieg verschafft. Von daher würde ich sagen, die Matchwinner sind eigentlich die hier, schrägstrich die hier bei mir. Weil die waren einfach nur zum Überleben. Die überleben auch bis zum Ende des Games. Es sei denn, ihr würfelt eine Doppel-6, dann sind sie halt weg. Ansonsten verlieren sie Dinge. Ich selber bin persönlich ausgegangen davon, dass es tatsächlich darum geht, am Ende Siegespunkte zu zählen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich seinen General auslösche. Jo, jetzt war es 1-5, der Buspunkt ist erreicht. Geiles Game. Ich würde mir freuen, wenn ihr ein bisschen was dazu schreibt. Auf jeden Fall mehr Fantasy zocken. Mehr Fantasy zocken. Check. Ja.